Guten Abend, wir melden uns heute aus dem Kursaal in Bad Cannstatt, denn hier findet eine Veranstaltung des Sekem-Vereins statt. Der Sekem-Verein kümmert sich um die Menschen in Ägypten, die an der Armutsgrenze leben. Und ein Jahr nach der Revolution in Ägypten soll heute Abend hier der Frage nachgegangen werden, wie sich das Land in Zukunft aufstellen soll. Und ich darf Ihnen ganz herzlich meine Co-Moderatorin vorstellen, Anouk Vogel. Hallo, guten Abend. Herr Bishankafi, Sie sind heute Abend Moderator. Was erwarten Sie von diesem Abend? Na, ich hoffe, dass das Publikum, das heute Abend hier ist und zum großen Teil aus Ägyptern besteht, aber ansonsten auch aus der interessierten Öffentlichkeit hier aus Stuttgart und aus Deutschland, dass die vor allen Dingen einen etwas tieferen Einblick in die Materie bekommen. Also ein bisschen mehr, als man sonst normalerweise so in den Nachrichten hört oder im Radio hört oder abends in der Tagesschau sieht, dass man ein bisschen besser versteht, was eigentlich die Hintergründe hinter dem sind, was man da so in den Nachrichten mitbekommt, was auf dem Platz der Befreiung eigentlich in Kairo eigentlich so vor sich geht und in der Gesellschaft, was sich da so tut. Das finde ich schön, wenn das die Menschen heute Abend mitnehmen. Auch die Gäste aus Ägypten sind ja da. Ja, auf jeden Fall auch die Gäste aus Ägypten. Die sind sicherlich über ihre Familie auch vielleicht noch besser informiert als viele Deutsche, die das hier mitbekommen. Aber da fände ich es ganz schön und hoffe auf die Mithilfe der ägyptischen Gäste, dass die auch ein bisschen sich beteiligen und aus ihrer Sicht ein bisschen was beisteuern können, sodass das eine spannende Diskussion wird für alle. Und bei mir ist jetzt Hatem Elisim. Er wird heute Abend über Dinge sprechen, die man sonst nicht so wirklich aus den Nachrichten mitbekommt. Es geht um die Rolle des Militärs. Um was geht es da genau? Ich werde Ihnen heute berichten über die Staatsorganisation in Ägypten, wie sich das Land gestaltet hat vor und nach dem Volksaufstand und eben ganz spezifisch und kritisch auf die Rolle des Militärs eingehen. Okay. Wie hat sich denn die Rolle des Militärs in den letzten Jahren durch diese Revolution auch verändert? Sie müssen sich einfach vergegenwärtigen, dass wir seit dem 11. September eine starke Aufrüstung im Namen des Terrorismus auch in Ägypten erfahren haben, dass Militär sich zur größten Streitmacht, zu den 10 größten Streitmacht der Welt herauskristallisiert hat und möglicherweise die einzigste noch verbleibende staatliche Institution ist. Gut, wir sind sehr gespannt auf den Beitrag, auf den Vortrag von Ihnen heute Abend und möchten uns jetzt einen Ausschnitt daraus anschauen. Ich möchte also darauf hinweisen, dass die Möglichkeit einer Abwahl der Regierung in Ägypten zumindest theoretisch möglich war. Auch wenn dies dadurch, dass das Parlament von der Nationaldemokratischen Partei dominiert wurde, nicht sehr realistisch erschien, kann man an diesem Beispiel erkennen, dass Ägypten auf dem Papier durchaus eine gute verfassungsrechtliche Figur für außenstehende, ja, ich würde sagen, Demokratie exportierenden Staaten abgab. Warum gingen aber die Menschen in Ägypten und ganz speziell in Kairo auf die Straße? Dafür gibt es viele Gründe. Hauptsächlich ist das jedoch auf die allgemeine politische Situation zurückzuführen. Ägypten unterliegt in erster Linie einer zentralistischen Staatsorganisation, die durch einen massiven Überwachungsapparat aus Militär, Polizei, Geheim- und Sicherheitsdiensten zusammengehalten wird. Dieses Herrschaftssystem erwies sich seit seinem Bestehen vor 60 Jahren als außerordentlich stabil. Das Regime gehört ohne Übertreibung zu den erfahrensten der sogenannten arabischen Welt und dem afrikanischen Kontinent und verfügt zudem im internationalen Vergleich über die 10. größte militärische Streitkraft der Welt. Das Regime, und auch das kann man ohne Übertreibung sagen, hat seine außerordentliche Krisenhärte mehrfach unter Beweis gestellt. Oberbefehlshaber der Streitkräfte war der Präsident. Wenn man sich diese verfassungsrechtliche Situation vor Augen führt, um was ich Sie bitte, nötigt sich die Frage auf, ob es sich vielleicht gar nicht um erfolgreich gezwungene Revolution von unten durch das ägyptische Volk handelt,
sondern möglicherweise doch eher von einer kontrolliert gelenkten Revolution der politisch-militärischen Eliten von oben. Was heißt das für Ägypten? Unterstellt, alles wird gut, das Militär führt nichts Arges im Schilde, am Nil entsteht eine saubere, schöne, ja neue Demokratie. Wird diese neue Demokratie stabil sein können? Wovon wird diese neue Demokratie verfasst sein? Von dem schönen, neuen juristischen Inhalt der Verfassung? Oder von der alten, nach Folter und Korruption bedenklichen Hülle? Wie wird sich der Moment ihrer Entstehung im Nachhinein anfühlen? Wie eine Revolution des Volkes? Oder doch nur wie ein Militärputsch? So, und bei uns ist jetzt der Herr Bruno Sandkühler. Herr Sandkühler, Sie sind seit fast 35 Jahren im Sekem-Verein mit dabei. Sie waren bei der Gründung mit dabei. Wie hat sich denn im Lauf der Zeit dieser Verein entwickelt? Ja, der Verein hat am Anfang in der Pionierzeit erstmal Grundlagen geschaffen, auch finanziell geholfen, durch Spenden eben, und hat sich dann immer mehr engagiert, hat sich auch immer mehr ausgeweitet, mitgliedermäßig, und dann eben vor allem bei den Sozialprojekten, also bei dem Medical Center und bei der Schule und bei den übrigen sozialen Projekten, als zuletzt diesem 13-Dörfer-Projekt, sich sehr engagiert. Und das ist eben inzwischen ein gewisser Faktor mit den anderen europäischen Vereinen, Schweiz, Österreich, Niederlande und so weiter, dass man da eben vor allem auf dem sozialen Sektor hilft. Sie werden heute Abend auch hier ein Impulsreferat halten. Über was möchten Sie heute Abend hier sprechen in Stuttgart? Ja, das ist ja nicht direkt in Zusammenhang mit Sekem. Ich werde also sprechen über die Zivilgesellschaft in Ägypten, also den ganzen Anteil der sogenannten NGOs, der Non-Governmental Organizations, und wie das bisher war, wie die besondere Situation in Ägypten ist und wie sich das jetzt mit der Revolution gestaltet. Herr Sandkühler, vielen herzlichen Dank für diesen sehr kurzen Einblick in den heutigen Abend. Und wir möchten jetzt mal reinschauen in den Vortrag von Herrn Sandkühler. Also wir spulen ein bisschen vor. Jetzt gibt eine Grundregel, kann man sagen. Wenn ich einen Tierschutzverein gründe in Ägypten oder wenn ich einen Verein der Filmfreunde gründe oder sonst was, dann interessiert es die Regierung nicht allzu sehr. In dem Augenblick aber, wo ich irgendwie in soziale Prozesse eingreife, also in das Bildungswesen zum Beispiel oder in politische Zusammenhänge, dann werde ich sofort in das Blickfeld der Regierung geraten und verstärkt kontrolliert werden. Wenn eben eine Sekem-Universität geplant ist, ich verstehe das jetzt im Nachhinein sehr viel besser, dann hatten Barak eben von einem Jahr auf das andere immer weiter mit irgendwelchen Gründen diese Gründung hinausgezögert. Und wie das eben war in diesem Pyramidenstaat, den wir vorhin hier im Bild gesehen haben, Mubarak war derjenige, der eine solche Universität zu genehmigen hatte. Ja, da gab es keine anderen Behörden, die da zuständig waren, sondern alles hat der Präsident gemacht. Das heißt, die Frauen haben es außerordentlich schwer, aber als Lehrer in Deutschland muss ich das sagen, ist auch hier so, die Frauen haben ein größeres Potenzial im Allgemeinen als die Männer, vor allem in der Jugend, sind initiativer, und das ist in Ägypten eine große Chance. Aber diese Revolution ist eine Jugendangelegenheit. Die Jugend ist auf die Straße gegangen. Und der Durchschnitt der ägyptischen Bevölkerung ist 26 Jahre. 26 Jahre alt ist das durchschnittliche Alter der ganzen ägyptischen Bevölkerung. Sie haben vorhin das Bild gesehen, was Herr El-Yesi von dem Militärrat gezeigt hat. Eine Regierung von Greisen
regiert ein Volk von überwiegend jungen Leuten. Und da steckt das Potenzial, von dem wir alle hoffen, dass es in Zukunft aktiviert wird und die Zivilgesellschaft, die Nichtregierungsgesellschaft, ist der Motor dieser Aktivierung. Wir hoffen, dass der anspringt. Vielen Dank. Und nun haben wir hier Herr Dr. Asim Hefni. Guten Tag. Wie ist denn die aktuelle Lage vor Ort in Ägypten? Ja, es ist eigentlich viel in Bewegung in Ägypten zurzeit. Wir haben zum Glück die Wahlen hinter uns friedlich gegangen, im Großen und Ganzen. Und das Ergebnis ist, wie man vielleicht erfahren hat, die islamistischen Parteien sozusagen kommen an die Macht. Muslim Bruder an sich ist die größte islamisch orientierte Bewegung und Organisation Ägyptens, hat jetzt eine Partei gegründet, so nach der Revolution. Und sie haben jetzt 45% der Plätze im Parlament. Die zweite islamische Bewegung, das ist noch radikalere Bewegung, ist die Salafiten. Und sie haben allein 20%. Die anderen Liberalisten und Säkularisten und Nasseristen und sozial orientierten Gruppen haben den Rest. Im Großen und Ganzen kann man von einem islamisch orientierten Parlament sprechen. Jetzt stehen wir vor dem großen Problem. Wer regiert Ägypten als Präsident? Und die Kandidierung geht los Mitte April. Eigentlich das Militär hat sich verpflichtet, dass wir am 1. Juli 2012 eine neue Präsidentin haben müssen, und wir hoffen, dass das Militär zu seinem Wort steht und dass wir auch einen zivilen Staat haben werden und dass das Militär sich rückzieht, weil das schwierig aussieht. Okay, und was genau haben diese Gruppen im Sinn, oder was sind sie genau? Es ist natürlich unterschiedlich. Man kann nicht von einem Block sprechen, aber im Großen und Ganzen könnte man von den Muslimbrüdern erhoffen. Sie sind ursprünglich stark islamistisch orientiert, aber sie haben sich entwickelt, sie sind sozusagen politisch lernfähig und sie können auch Deal machen. Sie hatten Erfahrung gemacht mit der ägyptischen Regierung, mit den letzten drei Präsidenten Ägyptens. Von daher, sie sind auch gebildet, die Mehrheit sind gebildet. Sie vertreten, könnte man sagen, zurzeit einen liberal-islamistischen oder liberal-islamistische Bewegung, könnte man so sagen. Aber problematisch ist die andere Bewegung, die salafistisch orientiert ist, und sie sind noch radikaler. Und dann hätte man vielleicht Bedenken über Freiheiten der Frau, Rechte der Frau, der Kopten und so weiter. Mhm. Aber es gibt andere Gruppen, neben den beiden Gruppen, sie sind für einen demokratischen Staat sozusagen, sie haben sich eingesetzt für einen demokratischen Staat. Und das Militär auch an sich, das die Macht jetzt hat, ist interessanterweise so gut wie säkular orientiert. Okay. Von daher hätte man so eine Garantie, dass Ägypten nicht so ein zweiter Iran oder Taliban wird, was wir hoffen. Unter Muslimbruder gibt es 6 Parteien, islamistisch orientiert. Sie sind unter sich auch unterschiedlich. Plus andere liberale Parteien in einem Block. Und sie alle dann zusammen haben 45% der Plätze. Das ist auch eine Entwicklung, dass sie sozusagen lernfähig sind, dass sie. Es ist auch ein großer Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Immer wenn man über die Theorie spricht, ist es viel anders. Sie haben immer gesprochen, falls wir an die Macht kommen würden, würden das und das machen. Ägypten würde viel, viel besser sein. Jetzt, so gut wie auch, sie sind schon so gut wie an der Macht. Und dann haben sie angefangen, sozusagen auf bestimmte radikale Ideen zu verzichten. Und das ist an sich eine positive Entwicklung. So, und das war's auch leider schon für heute. Unsere Veranstaltung ist schon vorbei und ich gebe noch weiter an David. Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, und ich bin mir sicher, wir sehen uns dann hier bald mal wieder bei den Sekem-Freunden. Bis dann, tschüss.